Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserer heutigen Veranstaltung der Peter Drucker Society, unserem Peter Drucker Purpose Summit. Wir eröffnen jetzt das Forum 5. Wir haben hinter uns jetzt zwei Sessions oder zwei Foren. Einmal zu dem Thema sehr stark ja, mehr Exploitation oder wir sind sehr übergeordnet unterwegs gewesen, auch in dem Thema, wo entwickelt sich Deutschland hin? Was können wir tun, damit Deutschland in eine bessere Situation kommt. Das haben wir beim Professor May, haben wir einige Ansätze dazu diskutiert. Jetzt gerade hatten wir den Professor Friedrich von den Eichen, der uns einen quirligen Vortrag über das Thema Innovation gehalten hat. Und der Höhepunkt ist jetzt, dieses zu verschneiden mit der Arbeitsproduktivität. Das ist eine Premiere. Wenn ich mir das Thema Arbeitsproduktivität als volkswirtschaftliche Kennzahl anschaue, dann stagniert die seit 2017. Der Herr Müller wird das nachher vorstellen. Und es gibt mehrere, die sich damit beschäftigen, so auch die Wirtschaftsweisen oder der Sachverständigenrat. Ist aufgefallen bei der Studie, da kommt das Wort Lean nicht ein einziges Mal vor. Und mich wundert das etwas, denn ich denke, da haben wir entsprechende Potenziale. Und insofern sind die zwei Potenziale ist auf der einen Seite das Thema Exploitation, also wie können wir optimieren, wie können wir die Effizienz verbessern. Und das in allen Branchen. Und der zweite Punkt ist natürlich, was können wir mit der Innovation machen? Wir stehen vor enormen Herausforderungen durch den Klimawandel und viele andere Dinge. Und da ist viel Innovation, inkrementelle, aber die reicht dann auch nicht mehr, viel radikale Innovation vonnöten. Viel mehr möchte ich eigentlich nicht sagen, sondern möchte auf den Impuls vom Herrn Martin Müller übergehen von der KfW, also von der Kreditanstalt für Wiederaufbau aus dem Research, aus dem Forschungsbereich dort, der sich sehr intensiv mit diesen Dingen beschäftigt, aus den unterschiedlichen Perspektiven heraus und der uns rüberbringen wird. Wie können wir das Thema Arbeitsproduktivität als volkswirtschaftliche Größe beeinflussen? Und auf der anderen Seite, auf welchen Einfluss hat die Arbeitsproduktivität auf unser Leben oder auf unseren Wohlstand? Herr Müller, herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Sie waren bei uns ja schon mal in einem Roundtable dabei und haben uns da schon die Augen geöffnet und wir haben darüber diskutiert. Insofern begrüßen wir ganz herzlich Sie in unserem Kreis hier heute. Ich stelle dann nachher die Podiumsteilnehmer vor, nach Ihrem Vortrag. Und dann gehen wir danach in die Diskussion. Aber jetzt gehört Ihnen die Bühne. Wir sind alle ganz gespannt, diese Zusammenhänge natürlich auch von der volkswirtschaftlichen Seite entsprechend richtig zu verstehen, damit wir sie dann auch entsprechend richtig einordnen können. Ja, vielen Dank, Herr Doppler, für die freundliche Einführung und vielen Dank auch nochmal, dass wir für die Gelegenheit, dass wir auch hier als Volkswirt die Gelegenheit bekommen, unsere Forschungsergebnisse vorzutragen. Ich denke, Sie hatten die Frage formuliert. Ich gebe das jetzt mal frei. Arbeitsproduktivität und BIP braucht Deutschland gerade jetzt mehr Innovation und Effizienz in allen Branchen. Ich denke, das ist aus meiner Sicht eine Frage, die gerade jetzt zu stellen ist, wenn man über die Zukunft der deutschen Wirtschaft nachdenkt, weil ich denke, Deutschland steht wirklich vor historischen Herausforderungen und die werden wir ohne mehr Innovation und Effizienz, nicht bewältigen können. Ich denke, plakativ lässt sich das darstellen durch dieses Bild. Was noch mehr in das Bewusstsein der Menschen dringen muss, ist, denke ich, dass die Energie, die wir nutzen und unser Wohlstand eines gemeinsam haben, plakativ ausgedrückt, sie kommen nicht aus der Steckdose, jedenfalls nicht ursächlich. Ich habe das hier versucht, in einem Wohlstandshaus Deutschland zusammenzufassen, was die wesentlichen Herausforderungen sind, vor denen wir gesamtwirtschaftlich stehen und wie die Zusammenhänge sind. Im oberen Stockwerk haben wir die Herausforderung, das ist einmal Wohlstandssicherung. Wir haben den Fachkräftemangel, zunehmenden Fachkräftemangel durch die demografische Entwicklung. Wir haben jetzt neu die außenwirtschaftlichen und sicherheitspolitische Zeitenwende. Wir müssen sehen, dass wir unsere Demokratie sichern. Wir müssen sehen, dass wir die Wertschöpfungsketten, die internationalen, neu ordnen und sichern. Wir müssen die Rohstoffversorgung sichern. Dann haben wir den klimaneutralen Umbau, ebenfalls ein dickes Brett.
Digitalisierung müssen wir voranbringen, damit Deutschland auch wettbewerbsfähig bleibt und auch seine Produktivität steigern kann. Wir haben durch die demografische Entwicklung, durch den medizinischen Fortschritt einen erheblich steigenden Finanzierungsbedarf in der Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung, der weiter zunehmen wird. Und wir müssen letztendlich auch, wenn wir diese Krisen hinter uns haben, auch sehen, dass wir die Schulden wieder zurückführen auf das Niveau, das mit dem Stabilitäts- und Wachstumspakt und der Schuldenbremse vereinbar ist. Alles dicke Bretter erwirtschaftet werden muss das aus dem Bruttoinlandsprodukt und dem Wirtschaftswachstum. Und Bruttoinlandsprodukt ist letztendlich nichts weiter als Arbeitsproduktivität multipliziert mit geleisteter Arbeitsstunden. Und da haben wir einerseits die Herausforderung, die Arbeitsproduktivität wächst sehr viel schwächer, Abwärtstrend. Und wir haben andererseits die geleisteten Arbeitsstunden nach allen Szenarien, die mir bekannt sind. Alle gehen davon aus, so ab Mitte dieses Jahrzehnts wird das gesamtwirtschaftliche Arbeitsvolumen abnehmen. Man kann also sagen, Deutschland steht auch vor einer wirtschaftlichen Zeitenwende. Durch Fachkräfteknappheit und schwaches Produktivitätswachstum ist das Wohlstandswachstum in Deutschland nicht mehr gesichert. Hier ist abgetragen die Entwicklung der Produktivität, des Produktivitätswachstums seit den 70er Jahren. Die blaue Säule, das ist das Wachstum der Arbeitsproduktivität. 70er Jahre hat man noch im Schnitt 2,6% pro Jahr. Jetzt sind das nur noch 0,2% pro Jahr. Wenn sich dieser Trend fortsetzt, werden wir vielleicht in diesem Jahrzehnt dann bei Null oder vielleicht sogar einen Rückgang erleben. Und was wir hier sehen, ist, dass wir immerhin noch die Arbeitsproduktivität je erwerbstätigen Stunde stieg zuletzt noch um 0,9% pro Jahr. Das heißt, es gelingt den Unternehmen durchaus noch durch Innovationen und organisatorische Verbesserungen Produktivitätssteigerung zu erzeugen. Das geht jedoch dann in seiner Wirkung verloren, weil die gesamtwirtschaftliche Arbeitszeit abnimmt. Deswegen steigt die Arbeitsproduktivität der Erwerbstätigen deutlich schwächer. Und das liegt hauptsächlich an zunehmender Teilzeit, die wiederum daran liegt, dass wir die zunehmende Frauenerwerbsarbeit, Frauen arbeiten zu etwa 50% Teilzeit. Wir haben auch eine deutlich zunehmende Zahl an Rentnern, die arbeiten zu 80% Teilzeit. Und dadurch sinkt je Erwerbstätigen die Zahl der Arbeitsstunden. Bisher steigt das noch durch steigende Erwerbsbeteiligung, durch Zuwanderung, aber das wird sich dann so ab der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts ändern. Und zwar durch diese demografische Entwicklung, das ist hier abgetragen, das sind jetzt Szenarien des Statistischen Bundesamtes, wie sich die Bevölkerung nach Altersgruppen entwickeln wird ohne Zuwanderung. Das ist jetzt quasi die inländische Bevölkerung. Und wir haben unten hellgrüne Linie, im Alter von 20 bis 66 wird die Bevölkerung um 10 Millionen abnehmen. Also die Menschen im Erwerbsalter ungefähr 10 Millionen weniger bis 2040. Zahl der Rentner, die blaue Linie, die hellblaue Linie oben, wird um 5 Millionen zunehmen. Und das ist jetzt eine Prognose, die ziemlich sicher ist, weil diese Menschen, um die es da geht, alle schon geboren sind. Wir sehen, das macht sich heute schon bemerkbar in steigendem Fachkräftemangel links. Diese blaue Kurve zeigt an, wie viel Prozent der Unternehmen im verarbeitenden Gewerbe sich durch fehlende Fachkräfte in ihrer Geschäftstätigkeit behindern sehen. Das ist eine Umfrage im KfW-IFO-Fachkräftebarometer, beruht auf dem Unternehmenspanel des IFO-Instituts. Und das sind mittlerweile rund 40%. Im Dienstleistungsbereich sind es um die 50%. Also da ist der Fachkräftemangel noch ausgeprägter. Und rechts sehen wir eine Folge davon, die Vakanzzeit offener Stellen. Die wird immer länger. Wir hatten 2010, hat es im Schnitt noch 55 Tage gedauert, bis eine Stelle besetzt werden konnte, die bei den Jobcentern gemeldet war. Jetzt dauert es 149 Tage, das heißt im Schnitt 5 Monate, bis so eine Stelle besetzt werden kann. Man kann sagen, Fachkräftemangel und Produktivitätswachstum, schwaches Produktivitätswachstum sind zwei Seiten der gleichen Medaille, weil das Produktivitätswachstum eben die Arbeitsnachfrage bestimmt. Und durch 1% höheres Wachstum der Arbeitsproduktivität kann man 450.000 Arbeitskräfte einsparen, fehlende Arbeitskräfte einsparen. Jetzt ist die Frage, wie geht es weiter? Und ich denke, da passt sehr gut das Zitat von Peter Drucker, the best way to predict the future is to create it. Denn letztendlich ist es auch so unsicher zu prognostizieren, weil es von den Unternehmen, vom Staat und auch von jedem Einzelnen abhängt, wo wir letztendlich landen werden.
Und hier habe ich jetzt abgetragen, aufgezeigt, was die Unternehmen tun können, um das Wachstum der Produktivität zu stärken aus gesamtwirtschaftlicher Sicht. Da ist eben der technisch-organisatorische Fortschritt, Sachkapital und Humankapital. Und ganz wichtige Stichworte sind dann, die auch immer wieder fallen, ist eben Digitalisierung und Automatisierung und Innovationen. Und ich denke, dass Lean Production, Lean Management habe ich jetzt gerne hier noch aufgenommen. Herr Doppler hatte schon gesagt, von den Volkswirten, ich habe das auch noch in keiner Studie jetzt, also keiner aktuellen Studie gesehen, dass das behandelt wird aus volkswirtschaftlicher Sicht. Aber es leuchtet mir ein, dass das auf jeden Fall eine wichtige Sache ist, dass man gerade bei der Digitalisierung auch immer gucken muss, nicht nur Digitalisierung der Digitalisierung willen, sondern was kann ich da auch an Effizienzpotenzialen und Produktivitätssteigerungspotenzialen rausholen. Und dann haben wir Humankapital, da geht es dann, Stichwort lebenslanges Lernen, alternde Belegschaften ist auch eben Erhalt geistiger und körperlicher Fitness, da wird auch zunehmend investiert von den Unternehmen. Und was ich denke, dass Qualität der Arbeit motivierende Arbeitskultur, das hat die Bundesregierung in ihre neue Fachkräftestrategie aufgenommen. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt da, wo wir in Deutschland noch was machen können. Also man sieht das es gibt Umfragen von Eurostat, der Statistikbehörde der EU, und da kommt raus, dass in Deutschland gibt es so 20% hochzufriedene Beschäftigte oder Erwerbstätige. Und in anderen Ländern sind das wesentlich mehr. Also in Finnland, in Österreich, in der Schweiz, das sind so um die 40%. Also ich denke, wenn es um die Frage geht, wie können wir eine bessere Erwerbsbeteiligung erreichen, wie können wir auch erreichen, dass die Menschen vielleicht auch im Job sich mehr engagieren, auch mehr Stunden arbeiten, muss man auch daran denken. Welche Potenziale können gehoben werden? Digitalisierung und Automatisierung, das finde ich ganz interessant. Da hat das IAB, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, das ist das Forschungsinstitut der Bundesagentur für Arbeit. Die haben auf Basis von Expertenschätzungen so einen Jobfuturomaten entwickelt und da wird dann ermittelt, wie viel Prozent der Tätigkeiten heute schon von Maschinen erledigt werden könnten in den unterschiedlichen Berufen. Und nach Experteneinschätzung können für 11 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte bereits 70-100% der Tätigkeiten von Maschinen erledigt werden, Tendenz steigend. In den Fertigungsberufen sind sogar 84%. Das sind jetzt die technischen Potenziale, die nicht notwendigerweise schon wirtschaftlich sind. Ja, und dann Lean Production, Lean Management, da habe ich jetzt auch mal die Studien gesichtet. Das erste, das ist aus der Studie, die Herr Doppler mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Eine sehr interessante Studie, wie ich finde, die zeigt eben, was da für Potenziale bei der Kombination von Industrie 4.0 und Lean Production bewirkt werden konnte. 70% höhere Steigerung der Arbeitsproduktivität bei den Vorreiterunternehmen als im verarbeitenden Gewerbe insgesamt, also erhebliche Potenziale. Da gibt es andere Studien, die haben das untersucht für den Dienstleistungsbereich. Eine kam zu dem Ergebnis, über ein Viertel der Büroarbeit ist unproduktiv, also zum Beispiel unproduktive Besprechungen, aber auch bei der Wissensarbeit werden erhebliche Produktivitätspotenziale gesehen. So, dann habe ich nochmal aufgetragen, was der Staat machen kann. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen vorlesen. Das ist einmal eben die Rahmenbedingungen für Unternehmen. Infrastrukturinvestitionen, da zeigt auch das KfW-Infrastrukturpanel, dass im kommunalen Bereich da erhebliche Lücken bestehen und zunehmende Lücken, Bildung und Ausbildung und Forschung und Entwicklung. Das sind so aus meiner Sicht ohne Anspruch auf Vollständigkeit die wesentlichen Säulen, wo der Staat etwas beitragen kann, um das Produktivitätswachstum zu stärken. Ja, und dann bin ich auch am Ende. Ich hatte jetzt auch versprochen, eine Viertelstunde einzuhalten. Ja, wir brauchen mehr Innovationen und Effizienz in der gesamten Wirtschaft, wenn der Wohlstand für alle gesichert und Deutschland klimaneutral werden soll. Ja, vielen Dank. Das ist so mein Überblick. Ja, vielen Dank, Herr Müller. Ich denke mal, das war jetzt sehr interessant, um auch nochmal die Zusammenhänge dort entsprechend zu verstehen. Und das ist jetzt die Ausgangslage für unsere Diskussion auf dem Podium. Dazu möchte ich die einzelnen Podiumsteilnehmer auf die Bühne bitten. Also ich hole sie mal rein. Als erste die Traudel Ort.
Dann habe ich hier den Professor Friedrich von den Eichen. Dann habe ich hier den Professor Weber. Jetzt suche ich noch den, da ist der Professor May. Und jetzt sind wir vollständig auf dem Podium. Wir haben ja von den einzelnen, je nachdem wie in welchen Sessions Sie überall dabei waren, haben wir von den einzelnen Persönlichkeiten hier ja schon einiges gehört. Ich stelle Sie trotzdem noch mal kurz vor. Die Frau Ort ist heute das noch nicht auf dem Bildschirm gewesen. Frau Ort, herzlich willkommen. Sie kommen aus der Automobilindustrie. Da haben wir eine gemeinsame Vergangenheit beim Benz in Mannheim, sage ich mal, oder man kann es heute Daimler Trucks in Mannheim. Frau Ort war dort sehr stark in dem Thema Lean-Management beschäftigt, auch international im Einsatz, hat sich danach als Beraterin selbstständig gemacht, hat damit einen großen Erfolg, so nehme ich es im Moment wahr, das beobachte ich immer sehr, ja, teilweise auch mit Stolz, wie es Ihnen gelingt, vor Ort in den Verwaltungsbereichen zu optimieren, sind ja gerade die Bereiche, die nicht so einfach sind, auch in die öffentliche Verwaltung reingehen, wie Sie sich auch systemisch entsprechend damit beschäftigt haben. Insofern sind wir gespannt auf Sie als Panelistin hier. Und ich gehe da mal weiter zu dem Herrn Professor Friedrich von den Eichen. Ja, Sie haben ja vorhin gesagt, Sie sind ein Gelbflüßler. Also Sie waren auch in Karlsruhe, in Mannheim, haben Sie studiert. Sie sind aber heute international unterwegs, heute in Zürich. Höre ich immer Rio de Janeiro, also Brasilien. Ich weiß jetzt nicht, wo Sie gerade stecken, aber Hauptsache, Sie sind hier bei uns. Die Digitalisierung macht es möglich. Und Sie haben ja das Thema Innovation jetzt von mehreren Seiten betrachtet und die verschiedenen Perspektiven machen es aus, haben wir vorhin gelernt, um gerade auch in die radikale Innovation reinzukommen. Ich denke, da gibt es sicherlich vieles zu vertiefen. Herzlich willkommen, Herr Professor May. Ja, Sie sind in Experte auf dem Gebiet Lean Management, Pionier des Total Productive Maintenance oder Management. Da haben wir uns mal kennengelernt und haben daraus einen Lehrbereich aufgebaut an der Hochschule in Ansbach und ein eigenes Weiterbildungsinstitut aufgebaut, das CETPM. Dort sammelt sich vieles dieser Bewegung, wo also auch Lean Management im Verwaltungsbereich und vieles darüber hinaus entsprechend gelehrt wird. Und Sie haben auch Pionierarbeit geleistet bei der Einführung einer Prozesslernarbeit, wo also die Menschen am direkten Beispiel lernen. Das Thema Kata fällt mir noch ein. Also viele Dinge, die in das Thema Lean Management hineinpassen. Ja, dann haben wir an Bord den Professor Weber. Ich denke mal, zum Professor Weber muss ich jetzt nicht viel sagen. Der Professor Weber ist der erste Vorsitzende und der Gründer der Peter Drucker Society in Mannheim. Er kam dann irgendwann mal 2009 auf mich zu und dann hat er noch ein paar andere gesucht und dann haben wir die Peter Drucker Society gegründet. Und insofern freuen wir uns, Winfried, dass du als unser erster Vorsitzender und auch als der das alles in Gang gebracht hast, hier in dem Kreis mit an Bord bist. Ja, jetzt geht's los. Die Frage ist natürlich, wenn wir auf die Ausführung vom Herrn Müller gucken. Ich habe so zwischendrin gedacht, ich habe dieses Beispiel von der Impfro, geht mir natürlich nicht aus den Knochen, da wo man ja festgestellt hat, im Durchschnitt sind es 14% die in der Produktivität. Ich würde jetzt mal sagen, auf der Straße liegen. Wir müssen es anpacken. Wir können es anpacken. Wir haben die entsprechenden Tools dazu. Wir haben vielleicht noch nicht die richtige Ausrichtung dazu. Ich muss dann an meine Vergangenheit denken, wo wir häufig darüber gesprochen haben, ja, wie können wir jetzt optimieren? Und jedes Mal stand vor der Tür, was machen wir mit den Arbeitskräften, die gegebenenfalls frei werden? Jetzt sind es goldene Zeiten. Wir können optimieren und wir helfen damit, den Fachkräftemangel zu lösen. Ist das so? Frage ich mal in die Runde, Herr Professor May. Ist das so, dass wir jetzt nur loslegen müssen? Wie sehen Sie denn das? Ja, ganz so einfach ist das nicht. Also goldene Zeiten sind das sicherlich nicht.
Ich habe die Herausforderung, vor der die Industrie steht, in meinem Workshop schon ausführlich dargelegt. Das deckt sich auch über weite Strecken mit den Ausführungen von Herrn Müller von eben. Es wäre natürlich, also erstmal, wenn ich Lean Management einführe, dann ist oder ja, wie auch immer, ein Lean Management Prozess starte in einem Unternehmen, ist das Ziel natürlich in erster Linie nicht Mitarbeiter abzubauen, sondern die Prozesse besser zu gestalten und idealerweise zu einem Umsatzwachstum beizutragen, so dass das Unternehmen die Mitarbeiter, die ja im Prinzip frei werden, dann für neue Aufgaben einzusetzen. Also das Lean Management war in Deutschland lange Zeit missverstanden als Verschlankung und als Personalabbau Programm, was dem Thema nicht wirklich gut getan hat. Darum geht es aber gar nicht. Und ich glaube, jetzt haben wir eigentlich die unglückliche Situation, dass wir gar keine Leute finden. Kürzlich habe ich mit unserem bayerischen Wirtschaftsminister gesprochen und der hat gesagt, auf tiefstem Bayerisch, ich kann das nicht, bin zugereist, also ich habe eine bayerische Aufenthaltserlaubnis bekommen und der hat gesagt, so in etwa im tiefsten Bayerisch, ja, Mai, jetzt haben wir noch nicht mal mehr Leute, die auf dem Oktoberfest die Bierkrüge spülen. Ja, wir müssen automatisieren. Und da bin ich völlig bei ihm. Aber wenn wir unsere Wertschöpfung, unsere Produkte nicht mehr herstellen können, weil Leute fehlen, wenn wir unsere Fabrik nur dann anschmeißen können, wenn gerade Wind weht oder die Sonne scheint. Es gibt tatsächlich Unternehmen aus der Prozessindustrie, die mittlerweile so agieren, dass ihre Fertigung nur hochfahren, wenn im Prinzip Strom aus erneuerbaren Energien gerade verfügbar ist. Ich glaube, dann haben wir ein ernsthaftes Problem. Vor Ort, ich stelle mal die Frage an Sie. Wie sehen Sie das auf Breite? Oder ich mache einfach noch mal einen Einwurf. Ich sage mal, wenn wir optimieren, ist es da, wir wollen den Menschen eine Arbeit geben, die ihnen auch Spaß macht und die sich weiterentwickelt. Wir haben in der Vergangenheit immer geguckt, wie können wir das durch zusätzlichen Umsatz hinkriegen, was dann auch großartig in vielen Fällen funktioniert hat. Jetzt mache ich mal einen anderen Maßstab, aber wir können das Ding ja mal etwas breiter fassen und sagen, wir sind jetzt auf dem deutschen Arbeitsmarkt und wenn wir optimieren mit dem richtigen Geist, dann können diese Mitarbeitenden in anderen Unternehmen noch mehr Erfolg haben. Das könnte ja in der Verwaltung oder woanders sein. Jetzt frage ich die Frage jetzt mal an Sie vor Ort. Wie sehen Sie denn das? Sie sind ja quasi, ich sage mal, einfach ein Querwechsler. Sie, wenn ich mal sehe, Sie waren ein bisschen in der Industrie, jetzt sind Sie häufig viel in der Verwaltung, Sie sind auch noch in der Industrie tätig. Ist das möglich? Kann man sich vorstellen, dass wir da in eine andere Transformation hineinkommen? Naja, wenn ich mal drauf gucke, wie die Verwaltung mittlerweile nach diesem Instrument greift, dann sieht man auch ein bisschen die Not. Wir haben uns aber im Vorfeld auch schon öfter darüber unterhalten. Es ist auch so ein bisschen, was der Konstantin auch sagt. Es sind Fachkräfte da, aber schaffen die das, die Transformation wirklich anzugehen? Also schaffen die das Change Management? In Verwaltungen gibt es immer noch Organisationen, die so wenig den Change geübt haben in der Vergangenheit, dass sie sich extrem schwer tun. Und wir versuchen natürlich mit Instrumenten zur Verfügung zu stehen. Aber wir sprechen von Resilienz. Wie resilient ist eine Organisation? Wie krisenfähig ist sie? Wie fähig ist sie, sich zu adaptieren? Und da, glaube ich, da haben wir große Herausforderungen, weil Instrumente sind da, aber die Menschen sind nicht trainiert worden in den letzten Jahren, sich zu verändern und sich zu verbessern. Die Frage, wo wir heute, ich weiß gar nicht, was bei Ihnen, Herr Professor Maik, haben wir ja schon mal auf das Thema, halt auch der Herr Professor Friedrich von den Eichen, Sie haben gesagt, der Geist sitzt an der Spitze, habe ich im Hinterkopf. Der Johannes Grimm hat mich vorhin zitiert, ich sage immer, der Fisch fängt vom Kopf an, erfolgreich zu werden. Wie wohl fühlen wir uns denn im Moment, wenn wir das so betrachten? Also ich habe häufig auch schon mal überlegt, müssen wir unsere, wenn wir zur Wahl gehen, müssen wir unsere Urteile danach fällen, wie sehr die Bürgermeister
Bürgerinnen und Bürgermeister oder die Abgeordneten in der Lage sind, effiziente Methoden einzuführen oder auch innovativ zu sein. Ja, wie sehen Sie das? Einfach mal in die Runde gefragt, wer möchte zuerst? Ich will vielleicht nochmal einen Punkt einbringen, Herr Dobler. Also wir haben zuletzt einige unserer Kunden, die sagen, alles gut und schön mit Innovation, alles prima, würden wir gerne machen. Uns fehlt momentan einfach die Zeit dazu. Also wir sehen immer, wenn ökonomisch die Maschinen gut ticken, sei es jetzt marktseitig oder produktionsseitig, dann haben wir in den Unternehmen gar niemanden, den wir eigentlich brauchen. Weil wir brauchen ja nicht irgendjemanden, sondern wir brauchen meistens die Leute, die im Grunde dann belegt sind durch irgendwelche anderen Arbeiten. Also was wir sehen ist, wenn es gut läuft, dann ist es nicht gerade eine gute Zeit für Innovation. Wenn es aber dann, und ich glaube, alle, die hier sind, haben ja schon einen längeren Lebensabschnitt hinter sich, die kennen ja auch die eine wie die andere wirtschaftliche Konstitution. Wenn es dann aber schlecht, Konstellation, wenn es dann aber schlecht läuft, dann ist plötzlich auch nicht mehr gut. Ja? Dann sagen wir, jetzt haben wir auch keine Zeit für Innovation. Jetzt müssen wir erstmal Krisenmodus fahren. Mal gucken, wie wir das irgendwie hinkriegen. Also was ich merke ist, in dem Thema Innovation kann man immer nur zum falschen Zeitpunkt kommen. Das ist einfach traurig und es bedarf dann immer einiger List und Tücke, um es dann doch zu tun, weil ich will noch einen Punkt reingeben. Wer von uns schon mal in Südtirol war, die schönen Burgen in Südtirol, die sind alle in Zeiten des Friedens entstanden. Was ich damit sagen will, ist, die beste Zeit, sich über solche Dinge, über die ich vorhin berichtet habe, nachzudenken, auch mal Themen anzugehen, die etwas weiter weglegen, die vielleicht auch gewisser Vorbereitung bedürfen, gerade die radikalen Schritte, ja, die sind natürlich am besten aufgehoben, wenn uns wirtschaftlich nicht gerade der Wind ins Gesicht greift oder im Grunde noch ordentlich Wasser unterm Kiel ist. Also hier habe ich immer wieder über Jahre hinweg, und da spreche ich jetzt nicht nur von kleinen Mittelständlern, ich sehe auch die großen Tanker, mit denen wir gearbeitet haben, ja, die extrem reaktiv und extrem agil auf eine kleinste nur Änderung in den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit sofortigem Innovationsstopp reagieren. Also das ist auch ein Thema, das müssen wir mal problematisieren, dass wir hier, und Drucker hatte das ja auch gesagt, dass wir teilweise auch antizyklisch arbeiten, dass wir sagen, wir bleiben an so einem Thema dran, was wichtig ist, was nah am Lebensnerv unseres Unternehmens liegt für die Zukunft. Selbst dann, wenn sich mal eine wirtschaftliche Situation eintrübt und umgekehrt, auch dann, wenn operativ hohe Auslastung ist, sollten wir nicht das Risiko eingehen, sämtliche Innovationsprojekte zu stoppen, weil später fehlt uns dann die Zeit. Und die, die antizyklisch vorgegangen sind, das zeigt die Empirie sehr gut, ja, die haben natürlich teilweise auch die großen Gewinne. Aber ich weiß, das ist schwierig und wie gesagt, ich bin jeden Tag mit der Diskussion draußen, dass man sagt, wir sind viel zu erfolgreich, wir können nicht innovieren oder uns geht zu schlecht, wir können nicht innovieren. Also ich höre viele Argumente und es ist wirklich manchmal nicht einfach, da den Griff zu bekommen oder den Tritt zu bekommen, um dann in so ein Thema einzusteigen. Ja, die Frage ist ja, woher kommt der befreiende Schlag? Und mir geht gerade durch den Kopf, in einem der vorhergehenden Workshops wurde gesagt, und der Schüler Peter Druckers, Hermann Simon, hat ja in seinem Buch das beschrieben, dass die deutschen Unternehmen zu wenig Gewinne machen. Und Gewinne geben ja Freiräume. Also letztendlich ist es ja so, dass dort zusammengekürzt wird, wo es eng ist. Und da ist natürlich die Frage, und auf der anderen Seite ist es auch eine Frage der Konsequenz, die ich habe. Ich denke auf der anderen Seite auch daran, es gibt ja immer diesen Vergleich mit der Säge im Wald, wo dann einer vorbeigeht und sagt, warum schärfst du deine Säge nicht? Und er sagt, ich habe keine Zeit. Jetzt ist für mich dann schon die Frage, haben wir ein generelles Problem, dass wir uns zu eng strangulieren, dass wir uns manchmal für Dinge Zeit nehmen müssen. Einfach mal an dich, Winfried. Dir geht das ja auch viel durch den Kopf. Was ist denn deine Meinung? Wie können wir da einen befreienden Schlag hinkriegen? Ja, Hermann, wir hatten ja mal, du erinnerst dich, vor 10 Jahren den anderen Schüler von Drucker, den Charles Handy, in der Freudenberg war zu Besuch und hat ja uns ja auch einen faszinierenden Vortrag gegeben unter seinem
Sein Wirken hat er ja gerade auch die angelsächsische Welt sehr stark so beeinflusst mit seinen ganz wunderbaren Ideen. Und ein Modell, was er uns vorgestellt hat, war die S-Kurve der Organisation, also auch die S-Kurve des Lebens wird sehr diskutiert. Wir bewegen uns ja sozusagen in Zyklen. Und immer dann, und das ist, glaube ich, ein Problem, was wir in Deutschland auch, wenn man so will, Geschäftsmodell der Deutschland AG haben, wir wissen das ja aus vielen Expertisen auch von der KfW, unter anderem von anderen Wirtschaftsinstituten, dass wir zu spät anfangen, sozusagen ein Problem der Selbstgefälligkeit, dass wir zu spät anfangen, aus reifen Produkten, wenn wir da auch Gewinne erzielen, dann umzusteigen und die Ressourcen, die wir dann haben, zu nutzen, um ja neue Geschäftsfelder zu erschließen und im Prinzip das, was Sie sagen, Herr Friedrich von den Eichen, dass wir dann diese Zeit nutzen, um dann, wenn man glaubt, das können wir auch noch ein bisschen später machen, dann muss man es tun. Das ist der Zyklus jeder Organisation, das ist auch der Zyklus des Lebens, das ist auch der Zyklus von Peter Drucker gewesen, der nach seinem 65. Lebensjahr danach angefangen hat, die meisten Bücher zu schreiben. Also das gilt für jeden von uns, gilt für jeden das Leben, das System. Und ich glaube, ich sehe gerade Frau Schoper oben in der Gästeliste. Hallo Frau Schoper, schön, dass Sie da sind. Wir waren zusammen, Sie erinnern sich, bei Takahiro Fujimoto. Der gilt als der beste Kenner des Toyota-Produktionssystems. Den haben wir 2007 besucht. Vielen Dank an Herrn Doppler nochmal und an andere Mannheimer Firmen, die uns das möglich gemacht haben und finanziert haben, diese Forschungsreise. Vielleicht wissen Sie es gar nicht mehr, Herr Doppler. Der sagte zu uns, Toyota versucht daran zu arbeiten, dass man kein Montagmorgensyndrom hat. Und ich glaube, viele deutsche Organisationen haben glücklicherweise in den letzten ein, zwei, drei Jahren das Syndrom verloren. Also das heißt, Montagmorgen zusammenkommen, wir sind die Besten, wir sind klasse, wir sind innovativ, wir sind auf der S-Kurve noch nicht so weit, dass wir jetzt uns was ändern müssen. Das ist dieses Montagmorgensyndrom. Und er hat uns erklärt, Frau Schober, mir und zwei weiteren Kollegen von der Hochschule, das ist eigentlich die Kunst von solchen Organisationen, immer wieder, das Prinzip Dringlichkeit hat John Kotter mal bezeichnet, am Leben zu erhalten, wach zu rufen. Und niemals montags zu sagen, wir haben das Champions-Syndrom und wir sind dadurch letztendlich sehr. Ich glaube, also zwei, drei Lebenslügen, die wir, ich sage mal, jetzt in den letzten 10, 20 Jahren der Erfolgsstory, also die goldenen Zeiten, von denen du gesprochen hattest, die haben wir ja auch gehabt in den letzten Jahren in Deutschland. Wir haben ja viele Erfolge eingefahren, auch im Vergleich der europäischen Länder ist es ja gut gelaufen, müssen wir gar nicht. Auch wenn die Gewinne, wie du sagst, Simon, so erträumt ist, nicht besonders, die Margen nicht besonders hoch waren, woran das immer auch im Detail liegt. Die Hidden Champions hatten hohe Margen, sagen wir mal so. Und natürlich auch die Stars der großen Konzerne in Deutschland. Aber unsere Lebenslügen der Deutschland AG, wenn man so will, waren das, was uns natürlich jetzt wieder, wo wir uns sehr vorsichtig auch damit in der Industrie und in den Unternehmen beschäftigen müssen. Wir haben viele Dinge outsourced. Also die billige Energie, auf die haben wir uns zu sehr verlassen. Das hat viele, obwohl wir hohe Energiekosten haben, hat es trotzdem viele Modelle am Leben gehalten. Geschäftsmodelle. Dann haben wir natürlich, ich sage mal, die Outsourcing der Arbeit ist ja auch eine weltweite. Wir haben da nicht extrem mitgemacht, aber auch vielleicht ein bisschen zu sehr. Man hat es an den Märkten gesehen. Es war einfacher, 83 Millionen Deutsche in den Lockdown zu schicken, als ein paar Masken irgendwo, vielleicht noch in irgendwelchen Produktionsstätten in Deutschland selber produzieren zu können, war nicht möglich. Also es war für so ein Land wie unseres, 80 Millionen Menschen nach Hause zu schicken pro Woche. Das war die Lösung für ein Land im 21. Jahrhundert, dass wir in der Richtung zu sehr outsourced haben. Also diese Fehler, das haben wir jetzt erlebt. Und der natürlich auch der Punkt, zum Beispiel nur so am Rande, aber natürlich auch das Outsourcing der militärischen Sicherheit haben wir an die Amerikaner delegiert. Also wir haben so viele gleichzeitig Baustellen, die natürlich jetzt im Tagesgeschäft für die Unternehmen jetzt nicht was heißt das für uns? Das ist erstmal nicht klar, aber grundsätzlich kann man, wenn man die Deutschland AG sich anguckt, muss man schon sagen, lasst uns die Fehler der letzten 20 Jahre nicht wiederholen, die wir jetzt erst sehen und den Engpassfaktor, der, ich glaube, auch auf der Ebene
zu den Fragen, die wir bisher schon diskutiert haben, müssen wir, wenn man so will, eine Strategie entwickeln, politisch, wirtschaftlich und auch zivilgesellschaftlich, dass wir können den Ruck schaffen. Also die Menschen, die ich erlebe, die auch die Studierenden, die können das alle, aber wir müssen uns einen Ruck geben. Und wenn wir den haben, dann bin ich sehr optimistisch. Herr Professor May, Sie hatten sich gemeldet, aber Sie haben wieder zurückgezogen, oder? Nein, ich habe gedacht, Sie haben es gesehen, deswegen habe ich die Hand wieder runtergetan. So anstrengend, die Hand so lange oben zu halten. Wollte noch was zu den Aussagen jetzt vom Kollegen Weber sagen. Und zwar, gerade weil es um die Masken geht. Es ist ja in Deutschland eine Maskenproduktion auch aufgebaut worden mit sehr viel Fördermitteln. Ich habe kürzlich einen Bericht gesehen von dem Vorsitzenden des Verbandes der deutschen Maskenhersteller. Und er hat gesagt, unsere deutschen Masken haben momentan am Markt einen Preis von 30 Cent pro Maske, also Einkaufspreise. Und eine chinesische Maske kann ich für 2,6 Cent kaufen. Und die deutschen Organisationen, Behörden, also auch öffentliche Stellen kaufen chinesische Masken, weil sie halt nur einen Bruchteil der deutschen kosten. Und da müssen wir uns fragen, was läuft denn in Deutschland falsch, wenn die Masken aus China nur einen Bruchteil kosten, obwohl sie noch aus China zu uns transportiert werden müssen, bei exorbitant gestiegenen Logistikkosten? Ich glaube, das ist eine ganz interessante Frage. Da ist doch irgendwas in Deutschland nicht mehr in Ordnung. Frau Hott? Ich würde gerne mal die Perspektive Organisationsentwicklung reinbringen. Und zwar würde ich, Herr Professor Friedrich von den Eichen, Ihnen total zustimmen, was die zyklische Betrachtung anbelangt. Aber mir ist witzigerweise so eine Metapher eingefallen. Ich gehe immer dann Sport machen, wenn ich dick bin. Ja. Und mal die Perspektive Organisationsentwicklung. Wie viel arbeiten denn unsere Organisationen heute am System und wie viel im System? Ne? Sie haben ja gesagt, es gibt immer ich sage jetzt mal provokant die Ausrede, wir haben keine Zeit. Aber vielleicht haben wir auch systemisch gesehen in den meisten Organisationen das strukturell gar nicht verankert. Also welche Organisationen machen wirklich Organisationsentwicklung? Und damit frage ich nicht, wer hat Abteilungen, die so heißen, sondern wer macht es wirklich und wer betreibt es? Und vor allem, was Sie gesagt haben, Herr Doppler, wo ist es in den Verwaltungen verankert? Und ich glaube einfach, um mal die Metapher mit dem Sport aufrechtzuerhalten, wenn wir das strukturell verankern, wenn wir Routinen aufbauen, das haben wir ja im Lean Management gelernt, wo wir kontinuierlich Organisationen weiterentwickeln. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Schritt wäre, egal ob es in Richtung Innovationen geht oder jetzt auch in Richtung Lean Management kleiner Verbesserungen, die uns ein ganzes Stück nach vorne bringen würden und auch diese Adaptierfähigkeit von Organisationen weiterentwickeln würden. Mag ich mal, haben wir da eine Wissenslücke? Denn das ist ja eine Führungsaufgabe und komm wieder zurück auf den Fisch, der vom Kopf an erfolgreich fängt, vom Kopf anfängt, erfolgreich zu werden. Haben wir denn in dem Management eine Sensibilitätsaufgabe? Also, mir gingen jetzt gerade ein paar Dinge in Richtung Management durch den Kopf. Auf der einen Seite das Thema schwache Signale wahrnehmen, habe ich mal irgendwo gelernt, ist eine gelernte Vorgehensweise, die mir immer sehr wichtig erschien. Dann bin ich bei dem Thema Management-Ausbildung. Und ich sag mal, dazu habe ich auch eine Metapher, die hieß immer, es hätte schlimmer kommen können und es kam schlimmer. Das heißt, wir gehen mit den Signalen auch vielleicht hier und da nicht sensibel genug um. Und wenn wir das Maskenthema, was Sie angesprochen haben, Herr Professor May, mal vergleichen, dann ist es für den proaktiven Unternehmer ein Signal. Was muss ich denn tun? Ist das Rennen verloren oder ist nicht verloren? Und auch, Winfried, was du angesprochen hast, das Thema Outsourcing oder günstiges Gas von Russland. Wenn wir dieses günstige Gas nicht gehabt hätten, dann hätten wir uns schon viel früher mehr anstrengen müssen. Das ist ja die Folge davon. Und wir haben natürlich in einer Zeit gelebt mit Windfall Profits. Wir profitieren von der Währung, weil die südeuropäischen Staaten nicht so wettbewerbsfähig sind wie Deutschland. Und die Währung wird bestimmt sehr stark von dem Durchschnitt Europas. Das sind schwache Signale. Ich frage mich,
Wer interpretiert diese Signale? Ist es Managementwissen? Wir haben in einem der Sessions gesprochen über das Thema Schule. Wir machen schon eine ganze Zeit rum über Unterricht, über Wirtschaft in der Schule. Wir haben über Unternehmertum. Ja, wie schätzen Sie es jetzt ein? Wo ist jetzt? Wo hängt es da? Wenn ich gerade auf das Thema Managementwissen und auch nochmal auf Peter Drucker da reflektiere, als der Vater des Managements. Wer hat eine Idee? Also ich glaube, dass wir da ein Problem haben. Die Frage ist nur, wie wir natürlich auch dieses Problem artikulieren. Und ich glaube, dass wir da manchmal etwas zu ruhig sind in diesen Dingen und auch zu, ja, vielleicht manchmal auch etwas zu, ja, zu wenig Mut haben, es zu sagen. Es ist auch natürlich, so habe ich zumindest den Eindruck, in Deutschland sehr, sehr viel ein Stream. Und ich glaube, komme ich wieder auf Sie her, Professor Friedrich von den Eichen. Wäre doch die Frage, mit dem offenen Ansätzen, die Sie haben, wie könnte man da im Sinne einer Fertilization, habe ich vorhin gelernt, mal den Quertrieb reinbringen? Wir haben halt zumindest bei dem Open-Ansatz eine große Gefahr ausgeklammert, dass wenige die Deutungshoheit haben und im Grunde Bilder, die vielleicht bei anderen durchaus entstehen, die sich aber nicht artikulieren oder auch nicht artikulieren können, gar nicht in die Diskussion eingebracht werden. Also ich kann es jetzt nur aus der Welt des Unternehmens mal kurz schildern. Das Übersetzen dann auf eine größere Ebene einer Kommune, einer Stadt, einer Gesellschaft, einer Nation steht aus. Aber wir haben immer wieder Unternehmen gesehen, wo im Prinzip nur das gedacht wird, was eben an der Spitze auch gedacht wurde. Also die Wahrnehmung von Gefahren, von dem Tun von Wettbewerbern, von eigenen Stärken, aber auch von Stimmungen in der Organisation sind stark geprägt von wenigen, die die Deutungshoheit haben. Und ich bin immer wieder überrascht, ja, selbst wenn man nur kurz in so einem Unternehmen ist, kommt man an manchen Stellen zu ganz anderen Eindrücken. Dann spricht man mit den Kolleginnen und Kollegen und siehe da, im Gespräch sieht man, dass man gar nicht so falsch liegt, weil die Empfindung ist dann auch dort da, aber die wurde als solche niemals artikuliert. Das sind diese schwachen Signale, die Sie angesprochen haben. Insofern sehen wir halt auch eine Kraft von dem Open-Ansatz darin, dass im Prinzip man mehr oder weniger über die Crowd und über dieses Arbeiten der vielen, auch der heterogenen Zusammensetzung, ja, Bilder entstehen oder auch, sage ich mal, Dinge artikuliert werden, die sonst so hätte niemals in die Diskussion finden können. Das hat jetzt nichts mit Anarchie zu tun und auch nicht mit Quertreibertum, aber es ist extrem gefährlich. Ich will mal ein Beispiel machen aus dem Militär. Wir haben mit einigen gesprochen, Amerika, dort gibt es dieses sogenannte Wargaming. Wargaming heißt also, wenige, sage ich mal, hochrangige Vertreter einer Institution, früher des Militärs, heute zwischenzeitlich auch der Unternehmen, die schließen sich im Keller ein und sagen, jetzt denken wir mal die Gedanken, die wir eigentlich denken dürfen, was könnte denn passieren? Eine gute Übung im Prinzip, ja. Aber wenn natürlich drei Generäle zusammensitzen, die alle die gleiche Laufbahn in West Point durchlaufen haben, sind sie sich natürlich sehr schnell einer Meinung, die Gefahr kommt von links oben, alle teilen das gleiche Bild, wir verstehen uns schon immer, so wird es schon sein, ja. Wenn man jetzt mal sagt, man nimmt von den zwei Generälen mal zwei dazu, die vielleicht nur im Range eines Leutnants sind, die aber ganz anders ausgebildet sind, auch aus einer anderen Alterskohorte kommen, dann kommen plötzlich Dinge auf und sagen, da haben wir überhaupt nicht dran gedacht. Ja? Und das ist genau der Punkt. Also wir sind wahnsinnig eingeschliffen in unserer Wahrnehmung von Gefahren, aber auch von Potenzialen. Und wir sehen immer wieder, was dann plötzlich doch in die Diskussion kommt, was vorher nie da war, wenn man diesen Prozess mal öffnet. Also wir würden so ein Wargaming niemals machen, dass sich der CEO mit seinem Einflüsterer und vielleicht noch mit einem seiner Vasallen aus der Strategieabteilung einschließt und sagen, genau diese Übung muss geöffnet werden, weil dann sehen wir erst die wirklichen Gefahren. Also bei dem Nightmare Competitor kommen da immer sehr konkrete Gefährdungen irgendwie raus, ja, die auch da sind, die belegbar sind. Da gibt es Beispiele, geh doch mal kurz da ins Netz, schau mal, die machen das schon. Ich weiß noch bei Heidelberger Druck, wie das war. Die haben gesagt, das gibt's nicht. Stunde später haben wir den an der Strippe gehabt. Genau, der macht das. Der beschichtet genauso die Oberfläche, wie der Vorstand gesagt hat, dass es nie passieren könnte. Also ich glaube, hier hätten wir die Chance, mal diesen Weak Signals, wie Sie sagen, mal irgendwie Gehör zu verschaffen. Nochmal, ich bin jetzt kein Freund von Unruhe und Querulanz.
Relevanz. Das ist nicht meine Argumentation. Aber meine Argumentation ist, die Deutungshoheit weniger kann extrem gefährlich sein für ein System, weil man sich im Grunde dann wohlfühlt in dem, was er sagt. Der signalisiert vielleicht noch Sicherheit, das schaffen die doch eh nie und das dumme Produkt wird uns nie gefährlich. Und ihr kennt doch die Kollegen von dem Unternehmen, die haben die letzten 30 Jahre auch nichts zusammengebracht. Also das sind gefährliche Annahmen, die so nicht sein müssen. Insofern, da könnte schon eine Lösung sein, Herr Doppler, um da mal irgendwo auch andere Bilder entstehen zu lassen und die Diskussion auch anders zu führen, weil das ist dann auch die Brücke in eine Lösung. Ja, ich denke, hochinteressant. Besten Dank. Das sind viele Dinge, die ich richtig nachvollziehen kann, die ich vergleichbar wahrnehme. Ich frage jetzt kurz mal an den Johannes. Kannst du was aus dem Chat sagen? Gibt es da Schwerpunkte, die sich daraus stellen, was wir hier auf die Plattform bringen sollten? Hermann, hallo. Ja, also ich kann zwei, drei Sachen reinbringen noch. Zum einen jetzt gerade vielleicht die letzten Kommentare würde ich gerne aufnehmen, weil Professor Friedrich von den Eichen hat gerade letztlich gesagt auch, wir müssen mit den Menschen mehr arbeiten und rausgehen und sagen wir mal, die Diversität erhöhen. Verkürze ich jetzt vielleicht ein bisschen. Und jetzt ein Kommentar. Der Humankapital ist für viele noch ein Fremdwort. Genau, also im Prinzip auch die Idee vom Militär oder von anderen Branchen zu lernen, also dieser Open-Ansatz wird erwähnt, wird als sehr, sehr gewinnbringend gesehen. Und mehr Fokus auf Werte, weniger auf den nächsten anstehenden Jahresabschluss. Das ist, glaube ich, so die kurze Zusammenfassung, die man geben kann, ja. Und ein Kommentar, den bringe ich schon auch noch kurz mit rein. Wir brauchen auch die Jungen mit am Tisch, ja. Wieder Stichwort Diversität. Ich nenne es mal Generation Z auch wieder. Ja, da ist jeder eingeladen. Morgen haben wir die erste Session mit der Generation Z sogar international aufgestellt. Und natürlich brauchen wir die Jungen am Tisch. Das ist ein Thema, wo wir uns auch mit den Young Professionals in der Peter Drucker Society sehr, sehr viel beschäftigen. Und ja, ich möchte jetzt noch mal kurz auf den Herrn Müller zugehen. Herr Müller, wenn wir jetzt mal so das Thema Innovation angucken, was ist denn wichtig für die Volkswirtschaft, wenn wir einfach mal auf die Innovation gucken, was für Innovation brauchen wir denn da? Was bringt, bringt letztendlich die Volkswirtschaft nach vorne? Wie schätzen Sie das ein, mal aus Ihrer Brille? Ja, also ich bin jetzt kein Innovationsexperte, aber klar ist, ich meine, gut, was wir brauchen, ist eben Innovationen einerseits, die Wettbewerbsfähigkeit erhalten, andererseits die Produktivität steigern. Und was ich jetzt beobachte, was wir jetzt in den gesamtwirtschaftlichen Daten sehen, also Deutschland ist eigentlich, was Innovationen angeht, steht gesamtwirtschaftlich ziemlich gut da. Wir haben einen steigenden Anteil von Innovationen am Bruttoinlandsprodukt. Wir haben einen Anteil von über 3%. Damit stehen wir auch besser als die USA, besser als Frankreich, besser als Großbritannien. Aber was man beobachtet ist, dass sich das zunehmend, also es wird hauptsächlich hauptsächlich in großen Unternehmen statt. Also über 80% der Innovationen finden in großen Unternehmen statt. Und die Tendenz ist steigend. Also der Mittelstand zieht sich da auch zunehmend zurück. Und da gibt es so Theorien, ich weiß nicht, kann ich beurteilen, ob die zutreffen, dass es zum Beispiel so ist, dass es auch immer aufwendiger wird, weil es mit Digitalisierung zusammenhängt. Da fehlt dem Mittelstand das Know-how. Da ist auch mit hohen Kosten verbunden. Deswegen ziehen sie sich zunehmend zurück. Und was man außerdem beobachten kann, es konzentriert sich stark auf einzelne Branchen. Also zum Beispiel fast 40% der gesamten Innovationsausgaben der Wirtschaft fällt auf die Automobilindustrie. Dann kommen noch 10% der Maschinenbau, ist auch hat einen hohen Anteil. Das heißt, schon fast die Hälfte fällt auf diese beiden Branchen. Und das konzentriert sich zunehmend. Und ich denke, das ist etwas, wo man ran muss, dass man sich fragt, wie können wir auch den Mittelstand da wieder mitnehmen, dass da auch mehr Innovationen stattfinden, um eben auch im Hinblick auf den Fachkräftemangel dort die Produktivität zu steigern. Gut, ich denke, das ist nochmal ein wichtiger Hinweis, dass wir, jetzt muss ich den Professor mal reinlassen, dass wir auch in die Breite der Unternehmen hineinschauen. Als Gedanke kam mir dabei das Thema strategische Allianzen. Und auch das ist ja eine Offenheit, wo, wenn ich eine Idee habe oder wo ein Unternehmer eine Idee hat, dass er sich in eine
ja, Partner sucht, mit denen man etwas voranbringen kann. Jetzt aber noch mal eine Frage dazu, Herr Müller. Wie viel Prozent der Innovationen sind denn, wissen Sie das, wie viel sind öffentlich finanziert und wie viel sind von den Unternehmen finanziert? Oder ich weiß nicht, Herr Professor, ja, ich habe es 64 sind Forschungs- und Entwicklungsaufgaben der privaten Wirtschaft, 36 kommen vom Staat. Mhm. Gut, das ist ja jetzt eine Frage, auch ich sage mal, letztendlich, wenn wir die Gesamtgesellschaft angucken, müssen wir ja happy sein, wenn es von den Unternehmen gemacht wird, die das dann eigenverantwortlich machen, die dort auch die entsprechende, ja, dann auch die Verantwortung dahinter haben in Richtung Umsetzung und dieser Themen. Ich komme nochmal auf das Thema öffentliche Verwaltung. Ich muss schon sagen, dass mich das gewaltig stört. Ist auch ein Hobby von mir, weil ich immer wieder als ehemaliger Werkleiter meine Montagemitarbeiter vor Augen habe. Und ich bin einmal im Jahr bin ich bei der Zulassungsstelle und dann sehe ich hervorragende Leute, die aber umständlich arbeiten ohne Ende. Wo ich dann immer frage, wer hat diese Menschen da in diese Arbeit hineingezwungen? Wir haben vorhin auch, ich weiß jetzt nicht, was Professor Mayer, die Menschen müssen sich entfalten können. Ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, wie dieses Maß an Entfaltung so abläuft, wenn man in so umständlichen Strukturen arbeitet. Ist ein Thema, Frau Ort, was bei Ihnen ganz gut reinpasst, ist es ein Organisationsentwicklungsthema oder ist auch ein Wissensthema, um da nochmal ganz kurz darauf zurückzukommen. Denn ich glaube, wir dürfen als Gesellschaft da nicht nachlassen, das auch bei unseren Politikern einzuklagen. Also zuerst mal ist mir wichtig zu sagen, dass ich Verwaltungen kenne, die sehr, sehr unterschiedlich in dieser Richtung ticken. Es gibt sehr, sehr fortschrittliche Verwaltungen mittlerweile, die da sich ganz weit nach vorne geschafft haben. Und es gibt eben auch noch andere. Ich würde noch mal genau wiederholen, was ich auch vorhin gesagt habe. Besonders in Verwaltung ist das Thema Organisationsentwicklung nicht etabliert. Aber was da, glaube ich, zusätzlich noch dazu kommt, ist, dass das Thema Führung vielleicht auch anders gesehen und gelebt wird wie in Industriebetrieben. Diese klare Führungsrolle, die man aus der Industrie kennt, die gibt es häufig in Verwaltungen nicht. Ich sage mal, in der ersten Führungsebene ist es oft der beste Sachbearbeiter, der das als Wertschätzung sozusagen den Titel bekommt, aber eigentlich noch nicht mal eine definitive Führungsaufgabe damit übertragen bekommt. Die höheren Führungsebenen sind oft häufig eher in der politischen Rolle als in der Führungsrolle. Und insofern fehlt, glaube ich, Führung an sich oder ein gutes Führungsmodell, aber auch Führungsarbeit, glaube ich, fehlt, um das Thema zu unterstützen. Mhm. Gut, das müssen wir vielleicht mal aufgreifen, denke ich. Das ist ein guter Hinweis. Ich komme noch mal zu einem anderen Thema, was mich im Moment umtreibt. In der Produktion haben wir, wenn ich in die Vergangenheit zurückschaue, die Entwicklung und die Produktion gehabt. Und wir hatten dann, wenn ich 30, 40 Jahre zurückgehe, hieß es manchmal, zwei Welten begegnen sich. Das heißt, der Entwickler hat das über den Zaun geschmissen und der Produktionsmann musste es machen. Und dann sind wir dazu gekommen, dass wir mehr aufeinander zugehen. Und dass wir Design for Manufacturing und all diese Dinge gemacht haben und damit natürlich weit nach vorne gekommen bin. Und ich denke im Moment an eine Diskussion, die ich beim letzten Purpose Summit hatte. Da war der Leipziger Oberbürgermeister oder Bürgermeister, der da vorgestellt hat. Und das geht in die Richtung vor Ort, was Sie aussagen oder was ein Hindernis sein könnte. Die müssen ja sehr, sehr stark nach Vorschriften arbeiten. Und das sind in der Regel Gesetze. Und da ist für mich die Frage, einfach mal drüber nachzudenken, wie wäre es denn, wenn wir mal ein Law to, was weiß ich, Verwaltung machen, wo man auch lean arbeiten kann. Mir ist es jetzt aufgefallen, ich habe mir die Klimagesetze Baden-Württemberg angeguckt. Ich glaube, das wäre mal etwas für Lean-Leute, so etwas mal prozessual anzugucken, was kommen denn da für Prozesse raus? Was ist da für ein Steuerungsmomentum hinterlegt? Und auf der anderen Seite, was für Prozesse ergeben sich da? Ergeben sich da unter Umständen gerade diese komplizierten Prozesse? Ich habe vor Sie in Ohren, Herr Professor Mayer, vorhin in Ihrem Vortrag haben Sie gesagt, Zertifizierung, Auditierung und was weiß ich nicht alles. Einfach mal so, das wäre ein Innovationsthema und ein Optimierungsthema. Wie würden Sie denn das einschätzen? Könnte das ein Gedanke sein?
Oder vielleicht auch aus dem Plenum, der sich da sogar direkt auskennt und solche Gesetze schreibt. Vielleicht ein kreativer Input, also sehr gerne auch aus dem Plenum. Dann, da kommen im Chat tolle Beiträge auch. Aber ich plädiere sehr stark für ein Mindesthaltbarkeitsdatum von Gesetzen. Das heißt, nach einer bestimmten Zeit von 2 Jahren laufen sie aus und nur wenn sie gut sind, werden sie verlängert. Also werden sie sozusagen nochmal neu aufgesetzt. Wir haben einen Wust an Vorschriften. Die Bauvorschriften haben sich in den letzten 20 Jahren von, ich habe es nicht also mal ins Grobe gesprochen, von 2000 auf 40.000 verfünfzigfacht. Und das ist kein Wunder, dass dann die Administration wo auch immer sich sehr schwer tut. Also überall hier bei uns in Ansbach, überall werden neue Leute eingestellt für Wohngeld, so Adoptions- und Pflegegeld und so weiter Geschichten, weil immer mehr gesetzliche Vorgaben kommen. Das heißt, es werden also immer mehr Leute benötigt, um die bürokratischen Vorgaben zu erfüllen, ohne dass irgendwie mehr hinten rauskommt. Ich glaube, das wär ein ganz wichtiger Ansatzpunkt und so ein Mindesthaltbarkeitsdatum für Gesetze fände ich echt gut, weil dann könnte man das Ganze vielleicht entschlacken. Herr Müller, Sie haben sich gemeldet. Ja, ich finde, das ist ein interessanter Gedanke, weil ich glaube, das kommt aus den spezifischen Anreizstrukturen. Und wenn man was in der Verwaltung erreichen will, muss man an die Anreizstrukturen ran. In den 50er Jahren, da hat amerikanischer Ökonom William Niskanen ein Modell aufgestellt und das besagt schlicht, Chefbürokraten denken anders als Unternehmer. Unternehmer maximieren den Gewinn, da heißt es Grenzkosten gleich Grenzerlös. Und der Chefbürokrat versucht halt sein Budget zu maximieren, der versucht sein Personal zu maximieren, weil sein Einkommen und sein Ansehen davon abhängen. Das ist so verkürzte Theorie. An diese Anreizstrukturen muss man natürlich dann rangehen, wenn man was erreichen will, weil sonst von sich aus der Anreiz nicht dasteht. Nicht? Also der Chefbürokrat hat dann immer, der sagt sich, na gut, wenn noch jemand mehr einstellen kann, dann mache ich das. Und das ist auch. Letztendlich ist es auch mit den Gesetzen dann zurücknehmen das Problem, da hat er nichts von, aber er geht ein Risiko ein. Weil wenn dann mal was passiert, also ich war mal auch bei einer Veranstaltung der Bauwirtschaft, da waren so Ministerpräsidenten und die wurden dann auch so gefragt, da hat die Bauwirtschaft ja die Brandschutzvorschriften, die sind ja viel zu streng. Und da sagte dann einer, aber wenn wir jetzt hier da einbringen, wir heben diese Brandschutzvorschrift auf und dann passiert da ein Brand, genau deswegen, dann sind wir verantwortlich und deswegen wird das nicht gemacht. Das heißt, da ist auch dieses Sicherheitsdenken und wenn ich auch mal eine Behörde geschaffen habe, die sich solche Gesetze ausdenkt, die hat auch die Tendenz dann zu wachsen. Das ist so, aus meiner Sicht muss man da an diese Anreizmechanismen dann ran und ich weiß nicht, wie es geht, das ist schwierig. Ne? Winfried? Ja, ich meine, das Thema, was du jetzt ansprichst, belastet uns natürlich alle, egal in welchem Bereich wir in diesem Land leben. Im Prinzip ist es ja, wenn man zurückschaut, das haben ja Chinesen erfunden. Also der chinesische Obereunuch, die Bürokratie, die China irgendwann mal bestimmt hat vor Jahrhunderten. Es gab ja einen Obereunuchen, der hatte mal eine Zeit lang, ich glaube 14. oder 15. Jahrhundert, war 10% des Weltbruttoinlandsprodukts um sich versammelt sozusagen. Der hatte so viele Macht um sich versammelt. Also insofern genau das, was Sie sagen, Herr Müller, die Anreizstrukturen in dieser Überbürokratisierungstendenz, die wir ja letztendlich in unserem Land ja auch gerade geschaffen haben, zusätzlich durch die exponentiell gewachsen, durch die einerseits tolle Dezentralität in unserem Land, andererseits eben, wenn es um Politik und Verwaltung geht, absolut kontraproduktiv. Aber das ist eine Herkulesaufgabe, glaube ich, in Ländern wie unseren, da, sagen wir mal, eine Rationalität wieder reinzubringen. Und ich sage mal, ein Schlüssel für die Lösung liegt, Drucker hat 1950er Jahre, hat er da einen Begriff dafür geprägt, in The Practice of Management, Systematic Abandonment, genau das, was Sie sagen, Herr May, also das Verfallszeit von
Gesetzen auch, wir haben ja auf der Bundesebene den enormen Kontrollrat, also es gibt sicherlich so Initiativen, aber die haben im Prinzip keine Macht. Frau Merkel selbst ist ja verzweifelt an bestimmten Dingen, die in der Pandemie nicht umsetzbar war auf die Schnelle. Und natürlich, ich glaube, also Systematic Abandonment funktioniert, also wenn Leute, also wenn man den Economist regelmäßig liest, die sind ja alles die Fans dieser singapurischen Mega-City-Stadtverwaltung. Also in Singapur, das ist ja, sagen wir mal, so ein Best-Practice-Beispiel bei aller Ferne zu einer liberalen Demokratie, aber es ist schon, was die Verwaltung anbelangt, ein Best-Practice-Beispiel. Auch was die Anreize anbelangt, Herr Müller, dass dort gute Verwaltungsleute wirklich richtig gut Geld verdienen. Also das geht in den siebenstelligen Dollarbereich und davon sind wir weit davon weg. Aber ich glaube, auch das ist natürlich, was wir von der Wirtschaft lernen, von der Produktivität. Wir haben letztendlich die Anreize für unsere Verwaltungsleute, es gibt viele gute Leute, die für wenig Geld tolle Arbeit leisten, aber die Welt funktioniert halt heute anders, dass die auch diese Cum-Ex-Geschäfte, ich meine, die Brillanz dieser Fixer, wir haben vorher bei Ihnen das Mafia-Beispiel, das sozusagen, also wenn man die kriminelle Energie hat, dann kommt der Staat auch mit seinen Leuten da nicht mit. Und nicht nur das, sondern er produziert letztendlich ja auch mit seinen teilweise Semi-Professionalität in den Verwaltungen und schlechter Führungsprofessionalität, die einfach an ihre Grenzen stoßen. Peter's Principle, man steigt auch bis zur eigenen Unfähigkeit, sieht man ja im öffentlichen Dienst leider Gottes immer noch. Das sind sozusagen eine Herkulesaufgabe. Ich glaube, die in unserem Land, wir müssen uns damit noch lange mit arrangieren und in vielen Fällen auch brauchen wir Leute aus unserem Wirtschaftsbereich, die das ignorieren und so ähnlich wie die Übergriffe sozusagen von Fridays for Future und Last Generation kalkulierten Ungehorsam zeigen, um etwas zu verändern. Genauso müssten wir wahrscheinlich auch in der Wirtschaft kalkulierten Übertritte, um die Absurdität des Systems zu zeigen und uns verklagen zu lassen, was zum Beispiel der Tübinger Bürgermeister Boris Palmer wiederum als Bürgermeister gemacht hat. Er wollte die Verpackung von McDonald's wegkriegen und hat, obwohl er wusste, das geht nicht durch, hat er dann eine Verpackungssteuer. Also das kann ja auch die Verwaltung selber machen. Also ich glaube, in der Richtung brauchen wir sehr viel mehr druckisches Denken im Sinne dieses Systematic Abandonment. Wir haben Regeln und wir müssen lernen, die Regeln zu missachten. Oder mein früherer Chef, Tom Peters, hat es mal so ausgedrückt, wenn du dich immer an alle Regeln hältst, hast du von vornherein schon verloren. Gibt es da noch Meinungen dazu, Aussagen? Sonst, ja, Frau Ort. Ja, ich würde es super gerne bestätigen. Ich würde sogar eine Relation herstellen. Die Verwaltungsbereiche, die sich weiter nach vorne geschafft haben, die haben vielleicht einen Tick dieser Ungehorsamkeit, die Sie ansprechen, Herr Professor Weber, und die anderen. Also die einen sehen die Möglichkeiten, die anderen sehen die Gesetze. Und wenn man es mal ganz niedrigschwellig sieht, ich habe oft Verwaltungsbereiche, die auf mich zukommen, Überlastungsanzeige stellen, ne? Weil sie ihre, also auf Verwaltung ist es ja so, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn die Arbeit nicht mehr geschafft wird, dann stellt die Abteilung Überlastungsanzeige und dann muss das Oberhaupt sich darum kümmern. Und jetzt kann ich natürlich zwei Dinge machen. Ich kann neue Ressourcen reinpacken. Dann funktioniert das Team wieder. Oder ich kann Optimierung anstoßen. Wenn ich neue Ressourcen reinpacke, so wie in der Industrie auch, dann verhindere ich damit Optimierung. Und das ist ja eigentlich das Dilemma. Ja, also die Gehorsamen, die nach den Gesetzen gucken, die packen häufig zusätzliche Ressourcen rein und verhindern damit die weitere Optimierung. Ja. Also ich denke mal, das ist die Balance herzustellen zwischen die Führungsaufgabe, ja klar. Wie optimiere ich und auf der anderen Seite, wo muss ich jetzt tatsächlich Personal reinstecken? Und das ist ein Thema, wo es ja auch die Frage ist, wo mache ich es mir zu einfach? Das ist ja auch, wenn wir darüber nachdenken, wir haben vieles outgesourced, habe ich in der Vergangenheit häufig erlebt, wo ich gesagt habe, Mensch, wenn wir uns den Kopf ein bisschen mehr nachgedacht hätten, hätten wir das auch selber besser machen können und hinkriegen können. Das sind auch so diese Dinge, der Verantwortung zwischen dem, was kostet das Ganze und auf der anderen Seite, wie kriege ich es optimaler
gelöst oder auch das Proaktive, auch ja, manchmal den Mut zur Lücke zu haben. Nicht einfach. Ich möchte jetzt einfach nochmal auf das Thema, auf den Chat verweisen. Der Professor Meyer hat ja vorhin gesagt, da geht es einiges los. Johannes, kannst du noch was dazu sagen? Ja, wie der Professor Meyer vorhin schon gesagt hat, gibt es viele gute, spannende Kommentare. Ich glaube, man kann zusammenfassend sagen, viel Zustimmung zu dem Gesagten und viele Ideen, auch Applaus. Genau, ich habe jetzt keine konkrete Frage, aber ihr nutzt es natürlich gerne nochmal, um aufzurufen, die man dem Podium jetzt nochmal zur Diskussion geben könnte. Aber ich glaube, man kann schon mal sagen, vielen herzlichen Dank für die vielen Inspirationen und wirklich die tolle Diskussion. Also ich würde jetzt auch noch mal ganz gerne, wenn jemand direkt was sagen möchte, von außen nehme ich gerne noch Sie hier mit aufs Podium, um ein Thema anzuschneiden oder weiter zu vertiefen. Ich möchte nochmal auf das ganze Thema Globalisierung kommen, mit dem wir uns sehr, sehr viel im Moment beschäftigen. Da gibt es ja die unterschiedlichen Ausdrücke dafür, Reglobalisierung oder Wandel durch Handel ist tot. Wie sehen Sie denn das? Ich meine, Deutschland ist eine Exportnation, die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wenn wir uns von dieser Welt nicht intelligent, also dumm verabschieden, sage ich mal, dann werden wir Riesenrestrukturierung vor uns haben, die wir, glaube ich, nicht beherrschen. Wie sehen Sie denn das? Wir müssen uns darüber bewusst sein, dass wir erhöhten politischen Risiken ausgesetzt sind, wie beispielsweise Embargos oder Strafmaßnahmen gegen gewisse Länder, und die Lieferketten werden auch lange nicht vorher geflutscht haben. Und das bedeutet für die Unternehmen eine ganz einfache Sache. Sie müssen Reservekapazität aufbauen. Das heißt, weitere Zulieferungen. Die Leitung nach Ansbach ist unterbrochen. Ja. Ist unterbrochen, ja. Gut, aber ich sage mal, der Ansatz von Professor May war ja dieses Thema, wie gehen wir mit den mit der Situation einer unsicheren Welt auf der Lieferantenseite um, und auf der anderen Seite haben wir auf der Kundenseite auch eine gewisse Unsicherheit. Wie können wir damit umgehen, diesen Unsicherheiten? Was gibt es da, Ideen, Anregungen dazu? Oder stimmt das Thema Wandel durch Handel ist tot? Wir müssen nur noch, wie heißt das, Freund oder Partnerschaften machen, Freundschaften schließen. Wir handeln nur noch zwischen den Staaten, die im Grunde genommen gleich aufgestellt sind wie wir. Herr Professor Friedrich von Eichen, ich weiß nicht, haben Sie gerade die Hand erhoben oder wer kann dazu was sagen? Ja, aber ein paar Dinge gehen mir schon durch den Kopf. Also früher hatte man ja gesagt, man baut sich in unternehmerische Entscheidungen ein gewisses Maß an Flexibilität ein. Ja, ich glaube, das kriegen wir nicht mehr hin, weil die Flexibilität muss so groß sein, dass die Entscheidung gar nicht mehr erkennbar ist. Also ich glaube eher, das Wort ist auch hier, auch wenn es viel gebraucht wird, das Wort der Agilität verstanden als ein Muskel, den wir uns antrainieren müssen, Dinge auch innerhalb kürzester Zeit unter anderen Rahmenbedingungen dann wieder zum Funktionieren zu bringen. Ich glaube, das ist was anderes, als wir gewohnt sind. Also ich glaube, dieses gewisse Maß an immer wieder abklären, ob die Rahmenbedingungen andere sind, die werden uns begleiten. Also ich hoffe ja immer wieder, dass es ein Jahr kommt, wo irgendwie alles passt. Wir hatten Covid, wir haben jetzt das Problem in der Ukraine, das wissen Sie alle besser als ich. Aber ich glaube, das ist für mich so die Lehre, die ich versuche, auch mit den Führungskräften zu diskutieren, dass man sagt, man muss sich an dieses Bild gewöhnen, dass wir eben nicht mehr gewisse Perioden haben, ja, gefühlter und auf tatsächlicher Stabilität und Kontinuität, sondern wir müssen uns diesen Muskel antrainieren, auch mit den Organisationen, diese Dinge zu bewältigen. Und ihr habt gesehen, die Dinge drehen sich auch komplett wieder. Also es passieren Sachen, sei es Preisgrenzen für Rohstoffe. Also es sind viele in der Stahlindustrie unterwegs. Und so einen Stahlpreis, wie wir ihn gesehen haben, damit hätte nie einer gerechnet, auch nicht jene, die seit vielen Jahren in der Industrie tätig sind. Ja, und ich glaube, das ist so für mich eine der Lehren, die wir nehmen können, dass wir mit einem anderen mentalen Set an die strategischen Entscheidungen rangehen. Ja,
es ist längst nicht alles beliebig. Nein, wir müssen schon Richtungsentscheidungen treffen. Nur, glaube ich, wir sind öfters unter der Bedingung, dass wir Richtungsentscheidungen reflektieren und vielleicht auch revidieren müssen. Wir müssen unsere Systeme so aufstellen, dass das möglich ist. Ich glaube, das ist für mich so eine Lehre, die nichts mit Flexibilität zu tun hat. Wenn man Flexibilität definiert, dass man sagt, jede Entscheidung hat so ein bisschen einen Raum und kann nach oben und unten sich bewegen. Nein, es sind wirklich teilweise diametrale strategische Richtungsentscheidungen. Und das hat eher was mit Agilität zu tun. Das ist ein Muskel, den man stärken müssen und nichts mit Built-in Flexibility, wie wir es so früher kannten in der Strategieberatung, dass wir gesagt haben, überall bauen wir so einen kleinen Korridor an, dann liegen wir schon nicht so falsch. Das war vielleicht mal ein Gedanke, der mir nochmal durch den Kopf ging, bei dem, was Sie sagten. Herr Professor Mais, Sie sind zurückgekehrt. Ich weiß nicht genau, wie weit es rübergekommen ist, aber der Punkt war, die Unternehmen in Deutschland werden nicht umhin kommen, Reservekapazitäten aufzubauen und was Kosten bedeutet. Und um die Wettbewerbsfähigkeit, Stichwort auch Produktivitätszuwachs, ist es nicht gut bestellt. Das heißt, da muss was passieren und ich sehe zwei Hebel. Das eine ist, wir müssen die politischen Rahmenbedingungen müssen geschaffen werden, damit Unternehmen erfolgreich in Deutschland produzieren können. Das habe ich in meinem Beitrag ja gezeigt, wo Ansatzpunkte sind. Ich sehe es momentan allerdings nicht, dass irgendwas in der Art sich tut. Und das Zweite ist, wir müssen Bürokratieabbau betreiben. Und drittens, die Unternehmen müssen noch stärker als bisher auf Effizienzsteigerung setzen. Und das bedeutet zum einen, Lean Management oder vergleichbare Systeme wirklich als System einsetzen und nicht nur kurzfristige Tools sozusagen implementieren. Und die Unternehmen müssen irgendwie darüber nachdenken. Eigentlich ist es mehr ein gesetzgeberischer Rahmen. Wie viele Leute beschäftigen wir, die beschäftigt sind, aber nicht arbeiten? Ja, das heißt, wir müssen die Anzahl der Leute, die an der Wertschöpfung beteiligt sind, deutlich erhöhen. Kleines Stichwort, wir haben bei uns im Landkreis 3 Streuobstbeauftragte. Ich weiß nicht, was die kriegen, aber ich denke mal E12, E13 oder so. Und das müssen wir uns einfach überlegen, können wir uns das noch leisten in der Situation? Und da muss sich wahnsinnig viel verändern. Also ich glaube, diesen Wohlstand, den wir hatten, werden wir so schnell nicht haben. Und da müssen wir einige Zöpfe abschneiden. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Ich habe bis jetzt in den letzten Jahren nicht einmal von irgendeinem Politiker gehört, wir müssen sparen. Und wir werden deswegen das und das und das nicht mehr ausgeben. Jedes Unternehmen, wenn es eng wird, Herr Doppler, Sie kennen es noch, ich habe den Benz noch erlebt, große Krise 2008, 2009. Das Erste, was Unternehmen machen, ist Cashflow-Optimierung. Ja, das heißt, alles, was rausgeht an Kosten und kurzfristig verzichtbar ist, abschneiden. Ja, kein Marketing mehr, keine Weiterbildung mehr, auch wenn es mir wehtut und Ähnliches mehr. Und das sehe ich momentan nicht. Ne? Es wird nicht darüber gesprochen, wie wir in unserem fragilen volkswirtschaftlichen Konstrukt Einsparungen erzielen können. Da muss alles mal auf den Tisch und überprüft werden, brauchen wir das noch oder kann das weg? Und das fehlt mir einfach. Also wir müssen auf eine andere Basis zurückkommen und wieder gute Voraussetzungen schaffen bei Bildung, bei Infrastruktur, bei Steuergestaltung, Energiepreise und Sicherheit und so weiter. Herr Arndt, Sie haben sich gemeldet. Ich hoffe, jetzt hört man mich. Ich hatte vorhin schon mal eine Frage im Chat gestellt, genauso wie ich sie heute Nachmittag in dem Workshop gestellt habe. Und ich bin eigentlich dem Professor May sehr dankbar für seine sehr ausgewogenen, kritischen, nachdenklichen Worte. Mir lief das nicht so. Ich bin über das Zeitgeschehen entsetzt. Ich bin über die Führungskräfte in Deutschland entsetzt. Ich beobachte jetzt hier heute Nachmittag auch eine Diskussion, die mich an die Titanic erinnert,
nämlich als ob wir hier als Orchester noch für die Unterhaltung sorgen müssen, nicht? Warum sage ich das, Herr Dobler? Ich tue mir im Moment den Ray Dalio an von Bridgewater, der also ein wunderbares Buch über den Wandel geschrieben hat und geschichtliche Abläufe über 600-700 Jahre in Zyklen aufgeteilt hat. Und ich frage mich, warum wir Menschen glauben, ohne auf die Geschichte zu gucken, immer wieder neue Dinge erfinden zu müssen, ohne uns mit der tatsächlichen Situation auseinanderzusetzen. Was ich also ganz konkret anspreche, ist, dass der Herr Dalio in seinem Buch von den 6 Phasen spricht. Und die 6. Phase in dem Buch betrifft den Niedergang. Und den Niedergang beschreibt er eben in einem totalen Chaos, Revolution, Krieg, Währungsverfall, Vermögensverfall. Nun sind das ja nicht Dinge, die uns Deutschen nun vollkommen fremd sind. Wir haben das ja im letzten Jahrhundert mindestens 2-mal erlebt. Und ich denke auch, das 21. Jahrhundert ist nicht sehr komfortabel angefangen. Und mir als, zurückhaltender Wirtschaftsprüfer ist das Schuldenbewusstsein auch unseres Finanzministers also vollkommen unverständlich. Und ich frage mich, ist die Situation, die Herr Dalio formuliert, dass wir also in Europa und die Amerikaner vor einem absoluten Niedergang stehen, der sich eben aus diesen Konstellationen heraus ableitet. Also für mich ist am leichtesten nachzuvollziehen, dass weitere Blasen platzen werden, die Welt in eine fürchterliche Unordnung bringen würden. Und wir haben doch die ganze Kompetenz hier heute Nachmittag da. Herr Müller, sehen Sie nicht, dass wir riesigen Finanzgefahren vor uns haben, die das gesamte wirtschaftliche Gebaren in Frage stellen? Bin ich dazu Dalio verseucht jetzt? Damit höre ich auf. Ja, will ich da gleich zu. Ich sehe das momentan nicht so dramatisch. Also ich denke, was wir, man muss ja sehen, wenn ich mir das da angucke, was wir da damals auf die Beine gestellt haben, als die Wiedervereinigung war, da haben wir wahrscheinlich in noch größerer Menge Schulden angehäuft. Und das ist auch irgendwie, hat man alles in den Griff gekriegt. Und man muss sagen, die Inflation jetzt, die verursacht einige Probleme, aber sie hilft auch, das nominale Bruttoinlandsprodukt wächst schneller. Das heißt, es hilft auch, die Schulden abzubauen. Von daher, ich sehe jetzt nicht die große Katastrophe auf uns zukommen. Was mich eher beunruhigt ist, dass es so einen schleichenden Niedergang geben könnte, dass jetzt zu lange gezögert wird, irgendwas zu tun, zum Beispiel gegen den Fachkräftemangel, und dass dann irgendwie fängt das eben da an, das Bruttoinlandsprodukt schleichend zurückzugehen, und dann, dass wir möglicherweise das erleben, was wir jetzt leben, als dass sich das immer weiter fortsetzt. Nämlich, was ich jetzt erlebe, ist ja, Wirtschaftspolitik dreht sich fast nur noch um Umverteilung, um zu verhindern, dass irgendwer in seinem Wohlstand zurückstecken muss. Und wenn das dann die Normalität wird, dass sich alles nur noch darum dreht und andere wichtige Zukunftsprojekte, die auch wie Investitionen voranbringen, Innovationen voranbringen, Klimawende voranbringen, das ist eher so, was mir dann Sorgen bereitet, dass wenn man jetzt nicht rechtzeitig handelt, dass wir dann in eine solche Phase reinkommen, wo das, was wir jetzt erleben, sich perpetuieren könnte. Ich glaube, dass wir da, ich sag mal, eine Diskussion brauchen, eine offene Diskussion. Empfinde das im Moment auch so. Ich bin wieder bei meinen schwachen Signalen. Die schwachen Signale sind im Moment in vielen Ecken unüberhörbar. Und wir müssen, glaube ich, aufhören, diese schwachen Signale schön zu reden. Und da gehört sehr, sehr viel Ehrlichkeit dazu. Im Moment beobachte ich das Thema Modern Money Theory, was ja nun wieder der nächste Hebel ist, wo man wieder sagen kann, wir können doch über mehr Geld verfügen. Und da müssen wir meiner Meinung nach vorsichtig sein. Ich sehe da eine Aneinanderkettung von Dingen. Also das eine war, als wir vorhin über das Thema Outsourcing gesprochen haben, viele Dinge wurden outgesourced, weil, ich sage einfach mal, das Unternehmen mit dem Management und mit den Mitarbeitern
oder Mitarbeitenden nicht in der Lage war, das Ding über Lean Management oder andere Dinge zu heben oder ein Unternehmen in ein kulturelles Umfeld hineinzubringen, das so ähnlich arbeitet. Für mich ist immer noch Toyota das Vorbild in diesen Dingen, weil die einfach über lange Jahre wahnsinnig stabil sind. Und ich glaube, wir müssen den Anspruch an uns mal erhöhen in diesen Richtung, gerade wenn wir auch hier sehr viele Leute aus dem Management dabei sind. Es ist unsere Aufgabe ja, auf diese Dinge hinzuweisen. Da müssten wir fast Winfried auf unseren Workshop morgen hinweisen, dass das Management sich auch äußern muss und dort nicht tatenlos zusehen darf. Ich glaube, dass wir da manchmal einer gewissen Heuchelei unterworfen sind. Ich will mich da selber gar nicht ausschließen, habe mich auch immer sehr, sehr zurückgehalten, dass ich Werkleiter war in manchen Dingen, für die Öffentlichkeit eigentlich bezogen waren und auch die teilweise ins politische Umfeld hineingingen. Hermann, ich würde vielleicht gerade eine letzte Frage aus dem Chat dann nochmal aufs Podium geben. Und zwar Sense of Urgency. Sind wir praktisch alle zu satt, über die schwachen Signale wahrzunehmen? Und wie kommen wir dazu, diese Notwendigkeit zu erkennen in der Gesellschaft, dass Handeln erforderlich ist? Ja, das macht uns betroffen, die Frage. Möchte jemand antworten aus dem Kreis? Also so wie ich das heute wahrgenommen habe, auch in den Vorträgen, auch Ihr Vortrag, Herr Professor May, denke ich, Sie haben das rübergebracht, dass der Sense of Urgency da ist. Die Frage ist ja, wie gehen wir damit um mit diesem Sense of Urgency? Ich glaube, wir müssen die Situation ernst nehmen und wir müssen nach einer Perspektive suchen. Die Perspektive kann nicht heißen, da kommt wieder das nächste Paket und das Problem wird mit Geld zugeschüttet. Ich glaube, in einzelnen Fällen, wobei ich sehr dafür bin, dass man den sozial Schwachen hilft, auch gerade in der jetzigen Situation. Aber wir müssen auch im Wording meiner Meinung nach gewaltig aufpassen. Das Geld kommt, weiß Gott, nicht aus der Bazooka. Es ist das Geld der Bürger und es ist das Geld, das dem Bürger morgen fehlen kann. Und wir müssen da sehr, sehr sensibel mit umgehen. Herr Professor May. Ich wollte nur noch sagen, zur Verdeutlichung der herausgearbeiteten Anliegen möchte ich mich nicht auf die Straße festkleben und auch keine Gemälde mit Tomatensuppe oder Suppe werfen. Das halte ich für keine gute Idee. Sehr gut, ich denke, das ist eine Bemerkung. Ich denke mal, auch da müssen wir in eine andere Art der Diskussion kommen. Denn wir müssen auch kritische Fragestellungen, heißt es ja, auf die Tagesordnung bringen können. Und umso mehr wir in diese Richtung handeln und handeln zulassen, das ist meine persönliche Meinung, umso mehr kommen wir in diese andere Art der Diskussion. Es muss uns doch gelingen, das in einem normalen Umfeld zu diskutieren und in einem normalen Umfeld auf gewisse Zustände hinzuweisen. Und da gibt es ja ich habe es heute Morgen irgendwo, als ich es im Radio gehört habe, nochmal, da war ja so ein Urteil, ging mir das nochmal durch den Kopf. Also ich glaube, dass wir da als Zivilgesellschaft natürlich gewaltig gefordert sind. Nicht? Und ich sage es auch mal, manchmal habe ich den Eindruck, dass manche Politiker da auch eine falsche Richtung unterstützen. Aber das ist ein Thema, das ist Demokratie und in der Demokratie müssen wir das gemeinsam, natürlich dafür sind wir alle verantwortlich. Kurze Replik noch von meiner Seite an Herrn May. Also ich klebe mich, Sie haben ja von dem A1-Formular gesprochen, ich klebe mich bei meiner Hochschulverwaltung mal an das A1-Paper daran und mache so hochschulintern so eine kleine Last-Hochschullehrer-Generation-Aktion voraus. Ich muss Ihnen da eindeutig widersprechen. Also ich werde, vielleicht erwischen Sie mich nochmal bei so einer Aktion und der Mannheimer Morgen berichtet darüber. Ja, okay, jeder ist ja frei in der Wahl seiner Mittel. Ich würde lieber das A1-Formular verbrennen, aber wenn Sie es
Also so Papier kann man ja vielfältig verwenden, sagen wir einfach mal so. Ist aber fürs CO2 nicht gut, aber okay. Gut, ich denke mal, wir kommen jetzt auf, gibt es aus dem Plenum, haben Sie noch Fragen? Oder Johannes, gibt es aus deiner Richtung, wir haben Herr Arndt. Ja, ich würde ganz gerne noch mal eine Anmerkung machen. Ich verfolge auch den Herrn Wuttke von der Europäischen Kammer in Peking mit großer Sorge seit vielen Wochen. Was ich beobachte, ist, dass das, was mir in meinem Berufsleben eine unglaubliche Freude gemacht hat, nämlich den enormen Erfolg der deutschen Blue Chip und des deutschen Mittelstandes auf dem ganzen Global, auf dem ganzen Planeten verfolgen zu dürfen. Ich fand die Globalisierung eine großartige Aufgabenteilung. Und wenn ich sehe, wie jetzt die Welt wieder kleiner gemacht wird, wie man versucht, uns deutlich zu machen, dass das Problem Europas in Moskau liegen würde, nichts ist mir ferner, nichts habe ich lieber besucht als Moskau. Also für mich ist diese ganze Vergangenheitsbewältigung, wie sie jetzt mit großer Aufregung formuliert wird, eine Lüge sondergleichen. Wir haben alle von der Aufgabenteilung profitiert und die Nachteile fliegen uns jetzt um die Ohren, weil wir nicht mehr mit Respekt mit anderen Kulturen umgehen. Gut, ich lasse das im Moment mal so stehen. Ich habe mein ehemaliger Chef hat immer gesagt, wir gucken mit klarem Blick nach vorne. Ich denke, ist es jetzt wichtig, auch nochmal, ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen, was wir rausgearbeitet haben. Wir sind in vielen einzelnen Dingen gewesen. Viele Dinge, da gibt es doch manche Lieblingsthemen. Aber ich denke mal, in Summe sind wir als Gesellschaft gefordert. Ich gehe mal in die Unternehmen. Die Chancen wahrzunehmen, die da sind und die liegen sehr, sehr stark in der Innovation, also im Exploitation und also im Exploration und sehr stark in dem ganzen Lean-Management-Thema, also in dem Exploitation. Also es fehlt da mit Sicherheit nicht an Best-Practice-Beispielen. Es fehlt im Moment an der Energie, diese Dinge anzupacken. Und ich denke, das ist unsere Aufgabe, das in die Gesellschaft zu tragen. Der zweite Punkt ist sehr, sehr stark mit Blick auf die Verwaltung. Mir tut es weh, wenn ich in internationalen Vergleichen sehe, dass Deutschland so weit hinten dran ist als E-Government. Und wenn ich nur ein kleines Thema rausgreife, die Smart Meter für die Implementierung von bidirektionalem Laden und diese Dinge. Deutschland hat einen Schlussplatz in Europa. Unsere osteuropäischen Kollegen, Rumänien und so weiter, sind da wesentlich weiter als wir. Das sind ein paar Dinge, wo ich als aus dem Unternehmen heraus sage, wir müssen natürlich auch uns an anderen orientieren wollen. Da denke ich, ist etwas drin, wo wir auch in die Gesellschaft, gerade auch in die Politik hineintragen müssen. Denn letztendlich merken wir immer mehr, die Luft wird dünn. Und es ist so, dass wir nur als Gesamtgesellschaft auf dieser Welt unsere volkswirtschaftliche Position halten werden. Wenn wir sie dann auch halten wollen, ich glaube nicht dran, dass es einen Weg gibt, wo wir sagen, wir bescheiden uns alle zurück in einen Minimalismus und wie diese Dinge alle heißen. Es wird viele Veränderungen geben, aber wir müssen uns dem natürlich als Bürger dieses Landes, auch als Führungskräfte in besonderem Maße stellen. So fasse ich das mal zusammen. Exploitation kann beitragen dazu, die Arbeitsproduktivität zu steigern. Ich habe mir immer gewünscht, in den Gesprächen, die zwischen dem Kanzler und der Gewerkschaft und den Arbeitgebervertretern stattgefunden, dass einer auf die Idee gekommen wäre, lass uns mal vornehmen, so und so viel Prozent Optimierung. Und dann haben wir die Dinge schon halbwegs wieder ein Stück weiter. Denn ich habe es gelernt in einem Unternehmen, dass die Mitarbeitenden wenn wir eine Perspektive haben, dass die auch Freude an diesen Dingen finden, wenn ich es mal sehr positiv auch darstelle, nicht alles nur Freude im Leben. Das daher kann sich in der Politik vollziehen. Das Thema internationale Aufstellung haben wir ja in vielen Ecken und Konturen jetzt besprochen, sicherlich auch noch viel Nachholbedarf. Insofern bedanke ich mich mal für die
offene Diskussion. Zunächst gilt mein Dank natürlich den Podiumsgästen und mein Dank gilt natürlich an Sie als Zuhörende, die jetzt so lange hier ausgeharrt haben. Wir haben noch 32 an Bord. Wir waren zwischendrin bei 35, also die Leakage, so wie ich es immer bezeichne, ist relativ gering. Ich nehme das mal als Beifall, weil das ja in digitalisierten Meetings immer relativ schwer ist. Also, das war das Schlusswort. Wir sehen uns morgen. Hoffentlich, wer Lust hat und Spaß dran hat. Vielen Dank und einen schönen Abend noch. Tschüss. Tschüss, danke.